Hallo, meine Lieben. So, ich habe wieder etwas Neues zu Hause. Das wollte ich euch jetzt mal zeigen. Und im Anschluss gibt es noch eine Verlosung für euch. Also es lohnt sich bestimmt, dran zu bleiben. Als erstes, relativ unspektakulär, aber für euch, für mich nicht. Und zwar ist es das hier. Das ist das dritte Band von Chroniken der Unterwelt. City of Glass. Und ich bin jetzt gerade, nicht im Endspurt, aber ich bin, ich sag mal, drei Viertel habe ich um vom zweiten Band und ich bin total begeistert von den Chroniken der Unterwelt und jetzt habe ich mir das dritte auch gekauft bei Amazon. Das hat mir mit Versand 13 Euro gekostet. Ist noch ganz schön teuer, ne? Und es ist so dick. Es ist richtig dick. Aber ja gut, ich lese es gerne und ja, jetzt habe ich das dritte Band. Und wenn ich das dann aus habe, kann ich euch auch eine Review abgeben zu den ganzen Produkten. So. Was ich euch aber eigentlich zeigen wollte, ist meine Douglas-Bestellung. Ich habe nämlich bei Douglas bestellt, weil ich hatte nämlich noch einen Gutschein. Und den habe ich schon seit Ewigkeiten gehabt. Eigentlich so von Weihnachten. Ja. Aber ich hatte mir schon was gekauft vor, also nach Weihnachten. Und den hatte ich dann auch übrig. Und ich habe dann halt gewartet, bis dann irgendwann mal ein paar coole Goodies kamen. Ja, ich habe immer mal geguckt bei Shopping, also frauschopping.de, ist ja dieser Blog. Da könnt ihr halt schauen, Goodies sind ja so Gratisbeigaben, die man mit einem Code dann gratis nach Hause geliefert bekommt, wenn man halt zum Beispiel über 39 Euro kommt oder was auch immer. Schaut einfach mal bei frauschopping.de, da kriegt man auch dann immer einen 5-Euro-Gutschein oder 10%. Das lohnt sich auf jeden Fall und dann habe ich... Letzte Woche habe ich gedacht, es sind coole Goodies dabei, jetzt kannst du loslegen. Also ich habe auf jeden Fall einen 5-Euro-Gutschein genommen, dann habe ich meinen Gutschein eingelöst und ich habe, glaube ich, noch 10 Euro bezahlt oder sowas. Was haben wir denn hier? Ich habe hier so ein, es gibt so komische Gutscheine-Sachen waren dabei, aber das will ja keiner sehen. Zuallererst habe ich mir wieder einen Zoeva-Pinsel geholt. Ich liebe ja Zoeva-Pinsel. Und wer so in meiner Sammlung gefehlt hat, war definitiv dieser kleine Highlighter-Pinsel. Der heißt übrigens Luxe Powder Fusion. Und den habe ich eben schon mal leicht in meinen Highlighter reingedippt. Weil alle den tatsächlich wirklich als Highlighterpinsel benutzen, hier um Highlighter aufzutragen. Und da ich ja total der Highlighter-Fetisch im Moment habe, dachte ich mir, hole ich mir den. Der hat 10,99 € gekostet. Ja. Und diese Tüten, die man dabei kriegt, finde ich total cool. Ja, dann habe ich mir die Zoeva N-Taupe Palette geholt. So, sieht die ja aus. Kommt in so ein Papierding. Hör mal, also mal ganz im Ernst, ja. 21,99 € kosten die mittlerweile. Also Zoeva hat die Preise sowas von dermaßen angezogen. Ich habe echt fast überlegt, nee, aus Protest hole ich mir nichts. Aber ihr wisst ja, wie ich zu Paletten stehe, ne? Ja. Paletten und Rouge und Lippenstifte und eigentlich alles. Aber so Paletten bin ich halt wirklich ein kleiner Sammler. Und gerade was so mein Beuteschema, dieses ganze Nude-Gedönse angeht. Ja, ne? Und da ich halt noch den Gutschein hatte. 21,99 € hätte ich niemals bezahlt, wenn ich keinen Gutschein mehr gehabt hätte. Muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allen Dingen, weil die Palette ist wunderschön, aber ich habe sie mir doch etwas anders vorgestellt. Aber nochmal zu den Dings, ja, zu dem Preis. Vorher 17,99 €, von 18 auf 22 Euro, das sind 4 Euro. 4. Ich find's happig. Das finde ich echt ordentlich. Naja, gut. Die Palette sieht so aus, die kennt ihr alle. Ich gehe mal ganz stark davon aus. Folie und so. Ich bin noch nicht reingegangen, die sieht auch wirklich traumhaft aus, ja. Aber mir fehlt irgendwas Dunkles da drin. Egal. Auf jeden Fall sehr schön. Ich habe übrigens zuletzt in irgendeinem Video habe ich die neuen Sleek-Paletten gesehen. Irgendwas mit In the Night und On the Day oder ich weiß nicht mehr genau, wie die hießen. Auf jeden Fall, die sind schön. Ja. Scheiße. Und das noch ein Produkt von Zoeva. Ich habe ja schon mal, zeige ich euch, zwei von diesen Rouges hier habe ich schon. Einmal habe ich Shy Girl, nee, oder? Last Love und Shy Beauty, so hießen die. Ich stehe total auf diese Zoeva Blushes.
hatte mir erst überlegt, so eine Palette, diese Vierer-Palette zu holen, aber dann habe ich mir gedacht, komm, wer weiß, vielleicht sind da ja so schon Farben drin von den zwei, die ich ja schon habe. Dann habe ich gedacht, nein, komm, lass es. Und habe ich geschaut und dann habe ich gegoogelt und ich habe dieses hier gefunden. Das heißt Burning Up. Und Leute, ich glaube, das ist der schönste zu Eva Blush, den ich jemals gesehen habe. Ich bin da schon reingegangen. Ich habe das ja geswatcht für Instagram schon. Schaut euch das mal an. Also, das ist total meine Farbe. Komplett matt und so ein Terrakotta-Sonnenuntergangsrot. Orange, voll schön. Ja. Aber dazu auch wieder gesagt sein, ja. Früher haben die 6 oder 7,99 gekostet und jetzt schon wieder 9,99 Euro. So, Eva, ne, mal ganz im Ernst. Ich verstehe das ja so 50 Cent, 1 Euro Erhöhung, aber das ist schon eine Schweinerei. Echt jetzt. So, dann habe ich geguckt, was gibt es so an Goodies. Und dann stand da, kauf etwas von der Douglas Pflegeserie und du bekommst dieses da umsonst. Dieses, eigentlich stand da XL. Deswegen war ich ein bisschen überrascht, dass es XS ist, aber ist ja nicht schlimm. Ich mag das Zeug eigentlich eh nichts besonders. Aber ich habe mir gedacht, weil das war, wegen diesem Öl mag ich es nicht. Das ist halt dieser ölfrei, Öl, Augen-Make-up, Lip, achso, sogar für Lippen-Make-up-Entferner. Das ist geil. Das habe ich früher gar nicht gesehen. Ich hatte das nämlich mal im Project 10 mit der lieben Melo Flori, hatte ich das nämlich mal drin. Da habe ich das nur für die Augen benutzt und ich fand es ganz grottig wegen dem Öl an meinen Augen. Aber wenn das für Lippen ist, weil ich habe nämlich jetzt gerade auch ein hier diese Liquid Lipsticks drauf von Colourpop und die gehen auch relativ schwer ab, genau wie diese Maybelline 24 Stunden Color Dinger. Jetzt habe ich es gerade geschüttelt. Und hier steht drauf, dass es auch für Lippen ist. Das ist geil. Das muss ich dann ausprobieren. Ja, das ist halt so ein Zwei-Phasen-Zeug. Das schüttelt ihr und dann könnt ihr euch das abschmieren. Auf jeden Fall musste man sich dafür ja, um das den Code einzulösen, dafür, um den gratis zu kriegen, musste man etwas von Douglas kaufen. Und dann dachte ich mir, komm, dann hole ich mir einfach eine Maske. Die Maske hat gekostet, ja, 2,99 Euro schon ordentlich, aber das ist eine More Than Moisturizer Hydra Care Mask und die sieht so aus. Ich fand, oh, hallo? Stell dich scharf. Stell dich scharf. Was ist denn da los? Naja, auf jeden Fall ist es so eine Feuchtigkeitsmaske für extrem trockene Haut. Und die wollte ich mal ausprobieren. Fand ich total cool, auch so dieses, diese Aufmachung finde ich gut. Ja, die habe ich mir dann gekauft. Und jetzt kommen die ganzen Goodies, die man bei einem Einkaufswert ab 39 Euro gekriegt hat. Und ich war ja 20. Ja, ich war ja drüber. Da habe ich einmal die Urban Decay Perversion Bigger, Blacker, Better Mascara gekriegt. Da bin ich sehr gespannt drauf. Finde ich voll cool, so ein Goodie. Machen wir doch mal. So, sieht es aus. Oh, ist halt eine dicke, ein dickes Bürstchen, aber da, ich schau mal. Cool. Einmal war das ein Goodie dabei. Dann war von Biotherm Aquasource Night Spa ist ein Triple Spa Effect Night Balm. Ja. Ziemlich cool. Dann auch wieder von Biotherm das Le Eau. Das ist ein Parfum, eine kleine Miniatur. Voll niedlich. Ja, ist halt sehr aquatisch, ne? Ich mag es ja nicht so aquatisch. Aber ich werde da schon irgendwann eine Verwendung für finden. Dann habe ich hier von Pasha de Cartier, das ist ein Eau de Toilette, 9ml Spray, finde ich auch sehr cool, schaut mal. Allerdings auch nicht so mein Duft, habe schon so ein bisschen gerochen, ist auch glaube ich so ein Männerduft, glaube ich. Zumindest riecht es sehr männlich, keine Ahnung. Und von Kiehl's, und da bin ich sehr drauf gespannt, diese Ultra Facial Cream. Ist sich scheißegal. So. Ne? Und Kiehl's soll ja ziemlich gut sein und damit kommt man schon gut was hin, weil das sind 7ml. Voll cool. Bin ich sehr gespannt drauf. Kommen wir jetzt zu der kleinen Verlosung, die ich euch am Anfang versprochen habe. Und zwar wird diese Verlosung über Instagram laufen.
Jetzt höre ich schon dieses Seufzen. Ja, es ist aber irgendwie ist es am einfachsten, weil man kann da Leute ganz schnell anschreiben. Und hier hat man manchmal, also nicht bei allen, aber es kommen tatsächlich Probleme auf. Und Instagram ist eigentlich so eine Plattform, wo es sehr unproblematisch gehen könnte. Und ja, da zeige ich euch jetzt mal direkt, was ich da für euch ausgesucht habe. Wie ihr, denke ich mal, wisst, wenn ihr mich öfters guckt, ich bin ein großer Yankee Candle-Fan. Und ich dachte mir zuletzt, warum nicht mal etwas auch für euch tun. Weil, mal ganz im Ernst, ich finde es so toll, wie ihr mich unterstützt und diese ganzen Kommentare immer, bei manchen weiß ich ganz genau, die kommentieren. Und wenn sie nicht kommentieren, dann denke ich schon, was ist denn da los? Und dann irgendwann kommt es schon noch. Also ich habe wirklich sehr treue Zuschauer und ich habe mit Sicherheit auch viele, die stillen Zuschauer sind. Ja, ich bin selber halt bei anderen auch eher der stille Zuschauer, ja. Ich kenne das ja selber, aber ich liebe es einfach Kommentare zu lesen und für diese tolle Community da draußen, die wir alle gemacht haben, wollt ihr euch einfach mal bedanken und ja, dafür solltet ihr halt Abonnent von mir sein, weil es ist nun mal für meine Abonnenten, ja. Es wird demnächst wird auch noch eine andere Verlosung geben, so ein bisschen dekorative Kosmetik, aber dieses Mal geht es um Yankee Candle, wie ihr wahrscheinlich schon vermutet habt, weil ich liebe halt Yankee Candle, ich habe es gerade schon erwähnt. Und habe so ein kleines Mini-Paket für euch zusammengestellt, was ich euch gerne verlosen würde. Das Foto kann ich mal einblenden und ich zeige euch jetzt die Produkte auch noch einzeln. Zum einen ist es halt dieses kleine Yankee Candle Kerzchen hier. Es gibt ja diese großen Housewarmer, aber das ist halt immer sehr Geschmackssache und diese kleinen kann man halt immer gut kaufen, um zu gucken, ist das überhaupt mein Duft oder ist es nicht mein Duft. Und da habe ich jetzt hier für euch das Tartin. Das sieht so aus. Und das duftet so heftig nach Apfelplunderteilchen. Apfelkuchen, also ich bin normal so kein Kuchenfan von Düften, aber der hier, der ist wirklich sehr interessant, total, man merkt dieses Kuchenmäßige, aber nicht dieses typische Cookie-Gedönse, aber trotzdem halt das Fruchtige vom Apfel, also sehr cool. Dann habe ich eine sogenannte Votivkerze, das ist sowas hier, das kann man in einem Glas reinstellen, also so ein Glas habe ich leider jetzt gerade gar nicht und deswegen schicke ich euch das auch so. Aber die Gläser, die kriegt man überall zu kaufen. Also ihr stellt das einfach in einem Glas rein und die Kerze anzünden und dann bildet sich quasi so ein Pool für sich. Und ja, was soll ich sagen, Yankee Candles sind einfach toll. Und ich habe hier für euch Ginger Dusk. Das ist halt ein komplett frischer Duft, der so ein bisschen schon fast frische Wäsche mäßig ist. Aber so ein Ticken fruchtig noch dabei. Also ein ganz anderer Ton als Tartin, wie das auch immer ausgesprochen wird. Aber ein sehr schöner Duft. Mag ich sehr. Könnt ihr euch auch dran erfreuen. Und dann gibt es noch das hier von mir. Das ist ein, ja, wie nennt man es? Ein Stöfchen, eine Duftlampe. Ja, hier hinten, ich sag noch das Kastenbon-Gedönse dran. Also, wie man es anwendet. Ist halt ganz neu gewesen deswegen. Auf jeden Fall, bekommt ihr das hier von mir und dazu bekommt ihr natürlich noch ein Tart, was man dann entweder reinstückeln kann oder halt komplett, wie ihr das halt immer mögt. Und da habe ich halt einen blumigen Duft für euch und zwar Fresh Cutted Roses. Das riecht halt total nach Rosenbusch, ne? Also nach frisch geschnittenen Rosen, total blumig. Bin ich mal gespannt, wie ihr das findet. Und ja, das wäre halt eine Duftlampe ohne ein Tart. So, und das. Was ihr dafür machen müsst, um diese 3, 4 Sachen hier zu gewinnen, ist einfach rüber auf meinen Instagram-Account zu gehen. Dort heiße ich Miss Curly Jen. Und das Foto zu herzen und zu kommentieren und auch zu reposten und mich darauf zu verlinken. Also, ne, dass man eventuell auf mich aufmerksam wird. Also, ihr müsst hier drunter nichts schreiben. Wäre natürlich schön, wenn ihr hier auch einen Kommentar schreibt, dass ihr mitmacht bei Instagram. Allerdings,
fände ich es total toll, wenn ihr da mitmacht. Ihr solltet allerdings 18 Jahre alt sein. Das ist ja immer so eine Grundvoraussetzung, wenn man an einer Verlosung teilnimmt. Weil sonst brauche ich ja die Einverständniserklärung der Eltern, was natürlich über Instagram gar kein Problem ist. Das könnt ihr mir dann per Privatnachricht schicken. Allerdings ist das schon unkomplizierter, wenn es halt, wenn ihr schon 18 seid. Und was auch wichtig ist, einen Wohnsitz innerhalb Deutschlands solltet ihr haben. Und ja, den Rest schreibe ich euch dann auf dem Instagram-Foto, was ihr da beachten solltet. Und ja. Ich hoffe, euch gefällt so eine kleine Aufmerksamkeit von mir. Das war's auch schon mit meinem Haul und meiner Verlosung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns dann bald wieder. Und danke, dass ihr überhaupt eingeschaltet habt. Bis dahin. Tschüss.